Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Remake. Wir machen gleich weiter. Was getrunken, ich fühle mich besser und wir machen weiter. Habe ich mich aufgeladen? Ja, gut. Vielleicht soll ich doch noch mal eins nehmen. Die hauen ja alle ganz schön rein. Müssen wir durchquetschen hier. Er wird versorgt. Keine Angst. Das ist ja gut. Sicher auf 4 Pfoten gelandet. Nicht reden. Oben geben sie alles. Bitte, Cloud. Hilf ihnen. So eine dumme Frage. Was ist mit dir? Aber Bex, was ist mit dir? Aber... Ich muss ihn fragen. Und was ist mit dir? Ich kämpfe hier weiter. So ein paar 130 noch mit. Bist nicht der Einzige, der was drauf hat. Eins noch. Der Helmchenhof, das Waisenhaus. In Sektor 5. Geh doch mal hin und sieh nach. Nichts da. Das machst du selbst. Magst wohl keine Kinder. Genau. Wo du selbst noch eins bist. Viel Glück, Cloud. Das Schicksal der Welt. Lastet auf dir. Ich komme zurück. Boah, stop it. Ich will nicht weinen. Bix. Okay, ganz ruhig. Ich will nicht heulen. Nein. Nein, nein, nein. Ich will nicht heulen. Ich will nicht heulen. Ich will nicht heulen. Nu, nu, nu. Ist alles normale Kissen, gell? Ja. Ich glaube, wir müssen das seitlich hoch. Ich bin nicht bereit. Ich bin für diesen Quatsch, der jetzt kommt, nicht bereit. Bin ich nicht. Nein. Na, ich hab Bix bestimmt erlebt. Ich hasse fliegende Gegner. Wirklich. Ich hasse fliegende Gegner. Ich habe vergessen schon wieder. Stunde ist der Gegenblitz. Richtig? Auf Feuer und Luft. Oh. Okay. Wird's bald? Verdammt! Hä? Das wird so nichts. Hab alles im Blick. Bringen wir hinter uns! Ich komm da nicht hin! Oh mein Gott! Alles im Blick. Ich bin bereit.
Musik ist gerade voll schön. Mein Einsatz. Keine Chance. Eiskalt. Oh, was mache ich denn? Ich wollte Feuer machen. Feuer brennt. Okay. Ja, mach. Das ist das Einzige, was ein bisschen fragwürdig gemacht ist. Das Aufladen. Aber ich will mich ja jetzt nicht beschweren. Habe ich ja eigentlich gerade schon. Das war ja quasi schon eine Beschwerde, aber ihr wisst, was ich meine. Hätte man ein bisschen besser lösen können. Jetzt, bevor ich weiterlaufe. Ich muss kurz hier Ausrüstung. Genau, ja. Wir nehmen mal Stehlen raus und machen mal so lange Blitz vielleicht rein. Diva und Eris. Eris ist nämlich jetzt mal deins. Stimme, warum stirbst du jetzt? Ist nicht erlaubt hier und so. Und dann nehmen wir... Was zum Aufladen wäre halt echt nett. Ich glaube, ich nehme Vita lieber mit. Nur um sicher zu gehen. Ich kriege das zwar gut mit den Items gelöst, aber trotzdem. Oh Mann. Hä? Was war das denn jetzt? Oh. Die sind gar nicht richtig kaputt machbar. Was waren das denn jetzt für komische Fake-Kisten? Dreckige Futterbank! Ja, genau. Es wird heiß! Nur ein Kratzer. Versuch's doch. Los geht's. Das wird so nichts. Ja, komm, halt die Klappe. Was ist los? Na ja, bin bereit. Und weiter. Volle Konzentration. Bis hier und... Nemo, mich. Ich hätte da ausweichen können. So. Liegt denn hier noch eine Kiste irgendwo rum? Also ich kann da hoch. Ist hier noch irgendwas? Hier. Aber da kann ich nicht rüber. Okay. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Okay. Müssen eigentlich die nichts mehr ankommen. Good morning, Midgar! Duda von Avalanche! Wir wissen, dass ihr den Pfeiler in die Luft sprengen wollt! Wir Turn! Quatsch! Wir von Shinra! Und! Macht ihr keine Angst! Verzieht euch gefälligst vom Pfeiler! Jetzt! Na, wie war ich? Gut genug. Hm? Das ist doch... Soldat! Zeig, was du kannst! Renn, 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 renn! Ich
dich, du Zecke! Ihr Ruchlosen, seid chancenlos! Gar nicht mehr weh. Sorry. Ich muss nach oben. Unbedingt. Folg deiner Intuition. Aerith! In der Nähe ist eine Bar, der siebte Himmel. Dort wartet Marlene. Richtig? Keine Sorge. Ich werde sie finden. Sie zur Bar, okay? Überlass das mir. Kümmere du dich um die anderen. Siebter Himmel, wir kommen. Wedge, warte! Los, ihr müsst doch hier fliehen. Ach nein, ernsthaft? Ich kann Aerith spielen? Bringt euch in Sicherheit! Weg, bevor es zu spät ist! Wir müssen hier durch! Anders kommen wir nicht zum Wallmarkt! Schnauze! Der Durchgang ist derzeit gesperrt! Öffnet das Tor! Wir müssen hier durch! Verzieht euch! Wir haben unsere Befehle! Wedge! Ich bin noch echt zu nichts nütze. Das stimmt doch nicht, Wedge. Wir können immer noch viele Leute warnen. Wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Glaubst du etwa, dass die Platte wirklich runterstürzen wird? Ich glaube fest daran, dass Tifa und die anderen es schaffen. Aber so eine schlechte Vorahnung habe ich trotzdem. Irgendwie komisch. Ja, ich auch. Deshalb müssen wir gut vorbereitet sein, damit wir später nichts bereuen und uns nichts vorwerfen. Und jetzt müssen wir tun, was wir können, oder? Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert. Aber ich will später nichts bereuen müssen. Wir müssen die Leute retten! Kapiert ihr? Hey du! Ich will später auch nichts bereuen müssen. Kommt schon! Hier lang! Schnell! Hey! Warte! Wedge! Hm? Zum siebten Himmel geht es hier lang, richtig? Geradeaus und dann auf der rechten Seite! Ich hole Marlene! Und ich bringe die Leute hier in Sicherheit! Los! Bitte! Das sind... Bringt euch in Sicherheit! Die Platte stürzt ein! Ihr müsst hier weg! Flieht nach Sektor 5 oder 6! Da seid ihr sicher! Das sind so Sachen, die sieht man im Original gar nicht. Man spielt auch Aerith nicht. Aber man weiß halt, dass sie zu Marlene geht, weil Tifa sie drum bietet. Und Tifa kommt dann hinterher. Ich habe schon gedacht, das passiert jetzt nicht, aber es passiert wirklich. Ihr müsst schnell von hier fliehen! Und zwar weit weg! Hm? Warte mal!
Weißt du irgendwas? Der Pfeiler ist doch intakt. Noch ist er es. Aber... Die Platte wird einstürzen. Ja. Das kann ich nicht glauben. Was haben diese Schweine nur vor? Euer Gemecker bringt uns jetzt nichts. Los, leitet die Evakuierung ein. Davor müssen wir erst die Fluchtwege sichern. Natürlich, natürlich. Na los, macht! Gehörst du auch zu Avalanche? Nur eine Freundin. Dann sag doch bitte tiefer, dass ich draußen auf sie warte. Ohne Scheiß. Das Spiel will mich zum Weinen kriegen. Ich habe schon so ganz leicht das Gefühl, mir kommen gleich die Tränen, aber ich bin geschminkt, ich darf nicht heilen. Ich überlass das Gebiet hier uns. Ja, ist ja gut. Da ist es. Ja, los. Seht mal. Oh nein. Das Ding stürzt ab. Wollen die mich verarschen? Autsch. Marlene. Wir gehen anders lang. Komm, Iris. Beweg dich. Wir gehen einfach... Verdammt! Wo sollen wir denn nur hin? Sektor 6. Sektor 5. Irgendwo, aber hier weg. Es muss doch irgendwo einen Weg geben. Ja. Wir finden was. Los, los. Das ist sie. Bin weiter. Jetzt beeil dich. Hör auf zu schießen. Eieieiei. Tut weh, was? Aber jetzt müssen wir stark sein. Na los, nun macht schon. Hier. Los, hier lang. Schnell. Da vorne. Ich bring dich hin. Gleich haben wir es geschafft. Hört auf! Ja? Was? Wir gehen ganz langsam und vorsichtig. Kann mir irgendwer sagen, was hier los ist? Komm schon, Marle! Keine Sorge, dir passiert nichts. Wir brauchen dich. Wir müssen zusammenarbeiten. Dann schaffen wir es hier raus. Hier ist es so gefährlich. Los! Wir müssen zum Bahnhof. Hier geht es lang, Leute. Kommt schon, beeilt euch. Können Sie sich um sie kümmern? Ja. Betty! Wo bist du nur gewesen? Na, ein Glück. Jetzt schnell zu Marlene! Bitte, was passiert denn hier nur? Marlene! Jetzt ist alles vorbei! Gleich geschafft! Ja, ja, gleich geschafft! Oder auch nicht! Ja, noch sag mal! Spart uns Zeit. Und bei euch? Ich melde mich wieder. Den Rest überlasse ich euch. Genug gerannt. Schluss damit. Sorgen. Oder Sägen. Ich weiß nicht, wie man dich ausspricht. Ich habe immer früher Sorgen gesagt, ehrlich gesagt. Aber ist mir jetzt auch egal. Weh, du greifst mich jetzt an oder so. Hoffentlich geht es ihr gut. Ich weiß gar nicht, wo lang. Okay.
Oh Gott. Ach da! Ich weiß jetzt wieder, wo ich bin. Marlene! Marlene! Ich komme! Ja! Marlene! Wo bist du, Süße? Keine Angst. Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Du wirst mich sogar lieben. Ich schwör's dir. Wo bist du, Kleines? Ach da. Na komm her. Du bist Marlene, stimmt's? Wer bist du? Ich bin eine Freundin von Tifa. Und wo ist Tifa? Die ist gerade mit Cloud unterwegs. Papa auch? Barrett, oder? Ja, der auch. Kommt er nicht nach Hause? Nein. Deshalb bin ich jetzt hier. Ich bleib bei dir. Tifa hat mich darum gebeten. Oh. Aber hier ist es gefährlich. Ich bring dich hier raus. Zerstören Sie die Bar? Das ist unser Zuhause. Das ist schlimm. Aber zu Hause ist, wo die Familie ist, nicht? Gehen wir? Du duftest ja so. Ja? Ja, den Geruch kenne ich. Vergiss es nicht. Na komm. Ich hasse ich es. Ich bin zu meinem Haus. Da habe ich ganz viele Blumen gepflanzt. Ich hasse Darf es. Ich auch welche pflanzen? Natürlich. Was sind denn deine Lieblingsblumen? Mal überlegen. Die laufen so niedlich. Die sollen aufhören. Das Spiel tötet mich. Oh, ich krieg schon Tränen in den Augen. Schluss mit dem Versteckspiel, Aris. So. Also, viele Optionen bleiben dir offensichtlich nicht.
hier weg. Jetzt komm schon raus und stell dich! Hm? Dort vorn. Ha? Zwei Fliegen mit einer Klappe. Aua! Tiefer! Da bin ich! Was soll das? Das frage ich dich. Und jetzt komm schon! Verdammt! Was war das denn bitte? Ausgerutscht. Genau. Ausgerutscht. Ich sag's nicht gerne, aber der Grund dafür war, weil er total auf die Dings steht. Auf die Tiefe. Groot hat eine Schwäche für die. Was halt irgendwie total niedlich ist. Okay, Tja. Was habe ich überhaupt mit Tiefe für Hallen, Gewitter, Blut? Ja, ist okay. Ja, ist okay. Jetzt seid ihr den Weg. Gut. Wir können Shinra aufhalten, oder? Ja. Bestimmt. Dann nichts wie rauf. Ihr entkommt uns nicht! Das Versteckspiel ist vorbei! Komm raus! Es wird los. Feuer! Warum will ich eigentlich Feuer machen? Wollen die nicht gegen Blitz? Warum gibst du nicht endlich auf? Boah, ich hasse diese fliegenden Viecher. Die sind ja super nervig. Meine Güte. Wie kann man nur so nervig sein? Blitz und Donner! Geht doch. Na, dann bleib halt, wo du bist. Ich will nur gucken, ob hier eine Kiste ist. Nö, okay. Oder kann man da rein? Nee, oder? Hast du immer noch nicht genug? Halt die Klappe! Ich hab keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Das muss. Ich hasse diese Geschütze. Ist sie wirklich? Ich glaube gegen Blitz, oder? Ja. Alles easy. Ich bin bereit. Blitz und Donner! Bringen wir es hinter uns! So. Tifa, wie wär's, du machst das jetzt einmal. Mir ist langweilig. Schön. Wen interessiert das? Niemand. Du brauchst deswegen nicht so rumschreien. Was? Keine Chance. Ach, Mo. Bleib hier! Mann! Bisschen blöd, die Dinger. So. Träumt schön weiter! Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Hey! Halt die Klappe! Okay, ich bin kreis gelaufen. Schön. Das hab ich gut gemacht. Dann bleib halt, wo du bist! Aber, ja, ihr beschießt mich doch schon. Komm mal klar. Immer diese behinderten Blockviecher. Dir werde ich zeigen. Das wird so nichts. Keine Chance. Tifa, kannst du mal Feuer machen? Genug. So.
Ist noch du? Es wird heiß. Ja, für die Idioten. Das Versteckspiel ist vorbei. Komm raus! Ich versteck mich nicht mal, so nebenbei erwähnt. Versteckst du dich vor mir? Nein. Tu ich nicht. Geh mir nicht auf die Nerven. Nö, nö, nö. Seh dich! Ja, schön. Ich guck mich nur um, weil ich Kisten suche. Na los, hau schon ab! Ah. Verdammt. Meine Güte! Überlass das mir! Sie können Drohnen nur so nervig sein! Au! Ja, ja. Komm her. Komm her. Komm her. Tiefer, mach mal. So, danke. Da ist nix, richtig? Ich bin den ganzen blöden Weg hier umsonst gelaufen. Ich dachte, vielleicht sehe ich da hinten noch eine Kiste. Mir nicht. Und deswegen ist es mir egal. Oh nein. Oh nein. Cloud, lauf! Okay, hier ist nichts. Cloud, mach mal schneller! Ich muss auf die Uhr gucken. Was? Sorry, musst du kurz Nase putzen. Und mein Stöpsel rutscht schon wieder. Mann! Wir müssen jetzt schnell zu Chassy. Platz da. Uns hält niemand auf. Ach, da. Oh, die nerven so sehr, das ist unfassbar. Natürlich, natürlich, natürlich. Was ist? Ich weiß auch nicht, was ist. Was treibst du denn? Das sind doch nur kleine Fische. Sind wir also, ja? Ich mache mich jetzt an die Aktivierung. Rotja. Den Rest überlasse ich euch. Oh, meine Güte. Brenne! So. Na gut. Ach, da ist ja noch einer. Ich glaube, bei dem war es Blitz, oder? Gewitter! Nein. Ich habe mich getäuscht. Ich habe mich getäuscht. Dann war es doch Feuer. Tiefer, mach mal Feuer. Verdammt! Es ist unfassbar, wie sehr diese Viecher nerven. Es wird heiß. Jetzt. Da! Ah! Luftkampf ist scheiße! Meine Güte! Wie kann sowas nur so nervig sein? Erklär mir das mal einer. Erstmal aufladen hier. Ach, dabei geht's auch. Ich mir denken können. Oh fuck. Ich habe ja gar keinen. Ich weiß nicht, wie groß meine Chance ist, dass ich noch mal was kriege. Deswegen nehme ich lieber zwei. Ach so. Wie jetzt? Okay.
dachte, da wäre dann vielleicht auch irgendwas, aber so kann man sich täuschen. Wie weit hoch geht's hier eigentlich bitte noch? Ja, komm. Ja, komm. Dankeschön. Das wird so nichts. Nichts überstürzen. Tiefer, mach doch auch mal Gewitter, meine Güte. Dass man dir auch einmal alles vorkauen muss. Ja, stirb. Stirb, stirb. Nein! 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 Er war fast tot. Jetzt. Genervt. Das Spiel ist aus. Ja, ja, komm ich auch. Komm! Ich dreh nicht durch, nein. Ich dreh nicht durch. Ich werde nicht durchdrehen. Ich werde nicht durchdrehen. Nein. Magie, genau. Ich werde nicht durchdrehen. Luftkampf ist scheiße. Ich bleibe dabei. Das ist eine der wenigen Sachen, die so ruhig in den nächsten Teil dann verbessern dürften. Dass man irgendwie bessere Fähigkeiten für den Luftkampf hat. Weil du kannst halt im Luft nichts machen, außer doof draufhauen und immer nur drei Schläge und dann nicht mehr ausweichen, kein Blocken, nichts. Dass das mit einer Substanz oder so vielleicht gelöst wird, indem man halt dann einen Luftjump oder so einen Quatsch hat, I don't know. Irgendwas halt, dass den Luftkampf ein bisschen flüssiger macht. So wie, so hört sich doof an, so wie ein Kingdom Hearts. Da kriegen sie es ja auch hin. So, hier ist nichts. Okay. Ich muss nochmal auf die Uhr gucken. Es tut mir leid. Okay. Ich glaube, ich bin schon bei einer halben Stunde oder noch länger. Ich habe schon wieder gar kein Zeitgefühl. Ich habe vergessen, wann ich vorhin auf die Uhr geguckt habe. Ganz vorsichtig. Ja. Okay. Jesse! Gerettet. Und ich werde es wieder tun. Du Charmeur. Hey. Weißt du, Claude? Ich dachte wirklich, dass wir mal alle zusammen bei Mama Pizza essen. Aber da hab ich mich wohl geirrt. Eine Jesse-Spezial? Ja, genau. Aber ich kann... Ach nein. Tifa weint ja. Oh.
Wollt ihr nicht langsam los? Ich fühle mich sonst so beobachtet. Jesse. Tifa. Ja, dass das passiert, aber Mann, es war schon original traurig, aber halt nicht ansatzweise so sehr, weil du halt nicht so eine Connection zu den Charakteren aufbaust und besonders Jesse und ich brauche eine Pause. Ich hoffe, die Folge ist lang genug. Ich weiß es nicht, aber ich glaube schon. Lass mich kurz auf die Uhr gucken. Ja. Ich glaube, eine halbe Stunde müsste sie bestimmt sein. Wenn nicht sogar 40 Minuten. Ich hoffe es. Ich brauche jetzt eine kurze Pause. Aber ich kämpfe gerade gegen Tränen. Ganz arg. Ich versuche nicht zu weinen, weil das wäre mit dem Make-up total scheiße. Wirklich. Aber ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Mittag. Ganz ruhig. Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr das sehen solltet. Man sieht sich in der nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy VII Remake. Ganz ruhig. Bis dann. Ciao.